whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute ist für mich Pflichtstunde. Ja, wissen Sie, Pflichtstunde ist bei mir immer dann, wenn es um Liköre geht. Denn obwohl ich ein, wie heißt es schon, immer ein Süßer bin, Liköre ist nicht so mein Ding. Aber fairerweise muss ich sagen, unter den Likören habe ich jetzt auch hin und wieder mal eine Perle gefunden, die sogar mir geschmeckt hat. Aber ich wäre nie so, dass ich mir nun Likör extra aufmachen würde oder hier eine aufgemachte Flasche bei mir zu Hause hinstellen würde. Nee, wäre nicht mein Ding. Und genauso betrachte ich jetzt mal sehr kritisch diesen Cool Swan Irish Cream Likör. Erstaunlicherweise nur 16%. Typischerweise haben die Cream-Liköre 17%, der hat jetzt nur 16%. Und es ist also der kühle Schwan. Ja, ha, Bayern, Schloss Neuschwanstein. Unser Kini, der ritt doch da auf seinem Schwan durch die blaue Lagune. Müssen wir besichtigen bei Schloss Neuschwanstein. Oder nee, die blaue Lagune, die ist bei Linderhof, ne? Die ist bei Linderhof. Ja, jeder hat seinen Verrückten. Gut. Cold Swan, Superior. Warum Superior? Kommen wir gleich drauf. Irish Cream Liqueur, Beautiful Chilled. So, das ist jetzt die Sache. Ich persönlich habe bei Likören mein Problem. Ich habe auch bei manchen Drinks mein Problem. Wenn man irgendeinen Drink eiskalt serviert, auf Crushed Ice oder irgendwie sowas, dann tötet man jedes Aroma. Weil je 10 Grad Wärme verdoppeln sich der Austrag oder der Dampfdruck der entsprechenden Aromensubstanzen. Das heißt, wenn du mal 20 Grad so ein Ding probierst oder bei minus 10, hast du schon einen achtfachen Aromaverlust. So, also Chilled kommt bei mir jetzt nicht in Frage. Wenn ich jetzt also hier meine Geschmacksprägung abgebe, müssen Sie sich überlegen, wenn Sie das Ding jetzt chillen und dann zu sich nehmen, wird das Aroma deutlich anders ausfallen. Und wahrscheinlich probiere ich das Ding hier jetzt unsachgemäß. Ja, dann habe ich die anderen Liköre auch unsachgemäß probiert. Gut. Aha, hier steht hinten was drauf. Cool Swan ist, ja, ist der am meisten, most delicious tasting. Ja, diese Angelsachsen mit ihrem besten und am meisten und am größten. Es kann ja sein, dass ein anderer Likör mir most delicious ist. Dann schreibt er hier drauf, most delicious, und ich glaub's ihm nicht. Ja, hat mir ein Schotte mal gesagt, ja, welcome to reality. Also, willkommen in der Realität. Viele Leute bezeichnen sie als das Beste, obwohl sie es nicht sind. So, aber, und jetzt kommt die Erklärung, weil sie nur Zutaten der höchsten Qualität nehmen. Das steht auf jeder Flasche. Also, gut, Single Malt Whisky nehmen sie her. Distilled with care, ja, das tun sie alle, und Tradition hier in Irland. Single Malt Whisky in Irland mit Tradition könnte jetzt eigentlich nur Bushmills sein, aber ich meine, hier wäre Kuhle drin. Da ist die Frage, wie lange diese Traditionen sind. Und frische irische Dairy Cream, also Sahne, von dem reichen Grasland von Irland. Ja, da gibt es eine Rede, dass da ein irischer Cream-Likör mehr Cream oder den ganzen Cream aller irischen Küre verbrauchen würde. Ja, ist nicht wirklich wahr. Da sieht man, was da hier so geschrieben wird. Und da wird also von einer Family Farm, wird also diese Sahne hergenommen. Kann man glauben, kleine, vergleichsweise kleine Auflage in dem großen Reigen. Und da kann man tatsächlich von einer einzigen Farm ausreichend Sahne bekommen, um hier so ein Cream-Likör auszustatten. Dann weiche, weiße Schokolade aus Belgien. Also jetzt nicht ein Schoko-Cream-Likör, sondern ein White-Schoko-Cream-Likör. Das ist immer was Neues. Und dann reisten sie nach Madagaskar und zur Elfenbeinküste, um Bourbon, Vanille und bittersüßen Kakao zu holen. Ob die Hersteller wirklich dahin gegangen sind oder ob sie sich das von da besorgt haben. Lustreise. Ja, also Cold Swan ist am besten enjoyed, also genossen, direkt aus dem Kühlschrank.
Und da ist auch der richtige Platz, um es zu lagern. Wenn der nämlich offen ist, hat er eine begrenzte Haltbarkeit und dann muss er unbedingt in den Kühlschrank. Ne? Erst wenn Sie da so 30-40% oder 30-35% erreichen, dann wird sein normalerweise ein Likör nicht mehr schlecht und kann nicht mehr verderben. Aber bei 16% muss man vorher. Bei diesem Kalten kann man also die Komplexität der Aromen und der unterliegenden Tiefe des Charakters vom Single Malt Irish Whiskey am besten erfahren. Gut. Die Weichheit der Creme und der distinktive Charakter von Schokolade, Vanille und Kakao. Cool Swan, 100% natürlich, das ist meine Ansage. Und Gluten oder glutenfrei. Heute wichtig. Also 6 Monate im Kühlschrank aufsparbar. Er ist perfekt für jede Gelegenheit, ist klar. Und niemals wird er sich schlecht mit irgendetwas anderem mixen. Cocktails, Shakes, Smoothies, Nachtischen, Kaffee, heiße Schokolade. Ja. Sie merken, ich mag diese Marketing-Leute. Ne? Der kann ja wirklich gut sein. Aber wenn sie einem so ein Ding um die Ohren hauen, ja, für wen ist denn das? Coole Flasche, muss man sagen. Tolle Verpackung. Die macht was her. Die kann man richtig toll verschenken. Ne? Mit diesem Ding hier oben drauf. Toll. Super gemacht. Matte Flasche, man sieht ja ein bisschen. Die Flasche ist also doch noch durchsichtig, auch wenn sie matt ist. Und hier, made only in Ireland. Ja, nee. Und in Madagaskar und in der Elfenbeinküste. Ja, und da steht hier hinten nochmal dasselbe drauf. So, jetzt ran an den Speck. Wertige Metallkapsel. Schraubverschluss. Ein ordentlicher, wirklich stabiler Schraubverschluss. Toll. Das ist meine Ausstattung. So eine ganz zarte, leichte, bräunliche Färbung sieht man auch jetzt hier als Differenz, dass der also nicht so kalt weiß, cool white, wie hier ausfällt. Sondern ein Hauch bräunlicher ist. Und da meine ich, das könnte am Kakao liegen. Ne? Am bittersweet Kakao. Die weiße Schokolade, die belgische weiße Schokolade. Sahne. Ein bisschen Öligkeit. Vanille. Mega Vanille. Also mehr als aus jedem Fass rauskommen kann. Cremig. Und dazu ja ein Hauch einer Kakaonote, die jetzt so ein bisschen ja das Ding nicht ins absolut Süße überkippen lässt. Ne? Hat was. Ein Hauch von Whisky, wirklich spürbar. Ein Hauch von Whisky, der aber in der Öligkeit und in der weißen Schokolade, also diese weiße Schokolade ist schon dominant. Das ist ein, wie heißen diese weißen Kugeln? Sie kennen die schon, ne? Von Ferrero. Nicht Rocher, das sind die dunklen. Da gibt es irgendwelche solche weißen. Und die kommt diesen nahe. Allerdings mit einer Single Malt Whisky Komponente drin, was die Sache interessant macht. Und eigentlich mehr Vanille. Was sind diesen?
weißen Schokoladenkugeln. Ja, nicht unangenehm für mich, der ich Likör nicht mag. Angenehm. Sicherlich kann man damit mixen, muss man aber nicht. Wird man auch so probieren können. Kalt wird wahrscheinlich ein bisschen von der Vanille und der Bittersweet Kakao wegfallen, weil einfach der Dampfdruck nicht da ist, dass man den so nicht riechen kann. Ja, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Gab ein großes Tamtam, bis die Flaschen überhaupt rauskamen und verfügbar waren und so weiter und so fort. Wenn Sie interessiert sind, greifen Sie bald zu. Ich weiß nicht, wie sich diese ganze Geschichte entwickelt. Zu teuer ist er auch nicht, kann man sich leisten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.